Tasche oder... Thomas! Lass gut sein jetzt! Leute, was geht? Willkommen zu einem wunderbaren Video mit dabei. Heute lieber Escation. Ich will jetzt auch schon nicht mehr. Wir machen uns ready. Wir machen direkt mal bereit auf der Spielwiese, meine Freunde. Denn wir werden gemeinsam wieder einen Deathrun machen. Allerdings, Leute, gibt ja diesen riesigen Cube momentan, der komplett durch Fortnite rollt. Der gute Kevin, wie er gerne genannt wird von allen Leuten in ganz Fortnite. Und wir werden auf jeden Fall jetzt Kevin mal ein bisschen herausfordern, beziehungsweise einen Deathrun bei Kevin bauen. Und mal schauen, ob das dann auch wirklich so sehr einen Einfluss hat. Tobi, weißt du, wo Kevin sich gerade befindet, zufällig? Ja, der befindet sich Nordostkoordinaten 49.7 auf der rechten Seite des Hügels. Tobi, weißt du, wo Kevin sich gerade befindet? Nein, weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall noch einige Ideen, die wir dann machen können. Wundert euch bitte nicht, dass Videos vorproduziert. Da ist Kevin, neben Tilted. Der wird ja safe in Tilted was kaputt machen. Hey, warte mal, war der nicht da links bei deinem Mark jetzt in der Nähe? Eigentlich schon, ja. Der ist aber irgendwie... Wieso sollte er denn da hin? Irgendwie ist der dann doch entgegengesetzt der Berechnung. Kevin, komm bitte zurück. Kevin, ne? Komm zurück zu mir. Ja, das Feld ist noch immer da hinten, oder? Das glaube, Feld ist das immer noch da hinten, Tobi. Ja, wir gut, sind falsch gelandet. Aber wir können ja, wir sind ja hier wegen den Waffen, ne? Nicht, weil wir jetzt einen Fehler gemacht haben, sondern... Also das Feld hier in der Nähe ist halt nicht... hier ist schon ein Feld, aber... Also... Kevin? Kevin. Okay, warte, ja, wir können aber... Lass uns auf jeden Fall jetzt schon mal Lamas und sowas suchen, das ist gar nicht so dumm. Also, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal die ganzen Items zusammen sammeln und wir sehen uns dann gleich, wenn wir soweit sind, das Ding zu bauen, wieder. Bis gleich. So, okay, das ist auf jeden Fall jetzt schon mal hier und ich baue gerade schon mal meine Sniper-Fläche. Wir haben gerade schon das erste Ding quasi gebaut. Das ist nämlich ein riesiges Katapult, was quasi... Also, ich meine, das ist hier wirklich crazy, ja. Wie hier die Schwerkraft wirkt, nämlich einfach gar nicht. Man wird quasi über die komplette Fläche des Deathruns gleich einmal katapultiert. Das ist jetzt meine Fläche, über die ich langlaufen werde. Ich werde mir auch noch ein paar Bounce-Pads oder sowas wahrscheinlich hinbauen. Ja, um mich einfach schneller damit zu bewegen. Ich denke mal, ein Jump-Pad oder sowas ist auch vielleicht gar nicht verkehrt. Wir gucken auf jeden Fall erstmal, wie wir das jetzt genau bauen müssen. Man muss natürlich einiges berücksichtigen, wenn man in Low Gravity baut. Ist es auf jeden Fall ein großer Unterschied im Gegensatz zum normalen Bauen und normalen Fallen. Wie gesagt, es gibt hier keinen Fallschaden und so weiter und so fort. Aber trotzdem muss Tobi natürlich einen gewissen Parcours relativ gut durchspringen. Und er baut da gerade schon ganz fleißig. Und ihr seht das hier schon. Ja, ich glaube von dort aus, ich kann ja mal so gucken, wie ist das hier, wenn ich jetzt hier ein Jump Pad setze, Alter. Warte mal. Kannst du einfach mal hier einmal runter, bitte? Ja, Digga, ich glaube, ich bin Superman, Alter. Guck mal. Mach mal, warte mal. Ich bin Superman, guck mal. Mach mal diesen Bounce- und Jump-Hit-Trick. Wie hoch du da kommst. Boah, Digga, ja, das macht aber keinen Sinn bei mir hinten, oder? Nein, also, ich meine jetzt bloß eigentlich aus rein Interesse von meiner Seite. Achso, ja, das können wir gleich mal machen. Das Tobi, da machen, das machen wir gleich mal, ja? Das können wir gleich ja machen. Also, wir werden es folgenderweise machen. Ich habe auf jeden Fall nur ein Jagdgewehr. Wir bauen bewusst aus Stahl, meine Freunde, denn ihr wisst ja, wenn man da das Holz baut und dann 3-4 Mal draufschießt mit dem Jagdgewehr, dann ist das Ding schon kaputt und dementsprechend ist der Stahl auf jeden Fall die bessere Alternative. Tobi wird dann gleich das Team wechseln, danach bin ich dann dran. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, ich hatte ja eigentlich auch vor, echt ein Video zu Kevin zu machen und so weiter und so fort. Aber ich bin dieses Mal wirklich komplett aufgeschmissen. Ich weiß selber nicht, was ich mit diesem komischen Ding auf sich hat. Keiner weiß es irgendwie so richtig. Von daher glaube ich, dass es einfach das Beste ist, einfach mal den Mund zu halten und abzuwarten, was Epic Gamer geplant hat. Denn wie gesagt, keiner weiß so wirklich, was gerade abgeht und keiner von uns hat irgendwie nur ansatzweise eine Idee, was es damit eventuell auf sich haben könnte. So, ihr seht das hier gerade schon. Tobi muss dann auf jeden Fall hier... Oh Gott, Alter, das war schon das ist so ekelhaft, ne? Hier durchzuhüpfen, ne? Du musst dann quasi... durch dieses kleine Loch hier durch. Vor allem, man hängt halt überall immer so wieder fest, weißt du? Oh mein Gott, du bist ja auch so krank langsam, ne? Ja. Jetzt guck mal, jetzt hüpfen wir hier drüber. Guck mal, jetzt musst du hier entlang, dann musst du hier durch. Und dann bist du da wieder am Stehen, dann musst du hier wieder... Oh mein Gott, ja moin, Digga. Wie willst du das denn machen? Dann geht's hier nochmal runter. Und dann habe ich hier geplant, dass man hier so zack. Okay, dann geht's hier nochmal rüber. Oh, alles geht klar. Es hier hoch. Warte, ich mach mal eine höhere Passage, geht das? Willst du den Parcours bauen und ich suche schon mal eine Sniper oder soll ich hier irgendwie helfen? Ich mach, ja, alles easy. Das war doch so hier der Trick, ne, Tobi? Schau mal so und dann halt quasi dagegen, ne? Ja. Aber das geht nicht. Aber es kann sein, dass es nicht klappt, weil du hier die Schwerelosigkeit hast, weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich muss einfach mal das Ding hier wegmachen, vielleicht habe ich dann Glück. Warte, ich versuch's mal. Ja, guck mal, man wird trotzdem so hoch geboostet. Nee, macht keinen Unterschied. Ich gehe mal hier rüber nach Salty und guck mal, ob wir da irgendwo ganz kurz eventuell die Waffe finden. Und Tobi baut dann den Parcours weiter. Ja, blaues Jagdgewehr. Got it. Ich habe jetzt einen Plan, weil am Ende vom Death Run ist es ja immer so, dass der Runner den Killer tötet. Nee, eigentlich, also... Doch, das ist wirklich immer so. Echt? Ja, der am Ende, du bist ja quasi hinter einer Scheibe, also zumindest im echten Death Run war es so. Ja, bei G-Mod halt damals, ja. Ja, okay, und dann, man konnte ja nicht zu dir. Und wenn man den Parcours gemeistert hat, dann hat man es geschafft, zum Killer hinzukommen und den Killer zu töten dann. Leute, der Parcours steht soweit. Ich habe keine Ahnung, wo es lang geht, Tobi. Möchtest du ihn einmal ganz kurz vormachen? Ich mache ihn vor, ja. Sehr schön, sehr schön. Also, ja, es sieht echt sehr verwirrend aus.
aus. Aber ich glaube, das geht auf jeden Fall in Low Gravity ganz gut, Leute. Und dann können wir auch quasi direkt loslegen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich mit dem Aim so einfach ist, wie ich mir das vorstelle. Weil ich glaube tatsächlich, dass Leute, die sich in diesem Gravity-Modus befinden, ja einfach ganz andere Eigenschaften haben, wenn sie runterfallen und so weiter und so fort. Das dürfte das Ganze auf jeden Fall deutlich schwieriger machen. So. Aber das werden wir jetzt ja jeden Moment sehen. So, Tobi, wo bist du? Bist du am Anfang? Guck mal, ich stehe hier. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich. Dieses Bounce-Bild ist quasi der Anfang. Hallo. Okay. Dieses Bounce-Bild ist hier quasi der Anfang, ne? Okay, gönn dir. Mach mal. Okay, dann haben wir geplant, dass wir hier rüberfliegen. Oh Gott. Auf die andere Plattform hier rüber. So, dann geht's hier weiter. Dann gehen wir hier runter. Jetzt kommt natürlich der ekelhafte Teil, dass wir hier... Au! Ui, dass man hier über die Wände das springt. War natürlich jetzt schon mal ganz gut, ja. Ah, und dass man hier quasi dann hier über diese Wand springt, ganz ja, knapp. Ja. Dann läuft man hier weiter. Ja, hier kannst du mich wahrscheinlich kurz nicht erkennen, aber hier wieder. Okay, ja. Dann muss ich hier durch die Zickzack. Ich hab direkt danach Tanztherapie gemacht. Ja, aber ist doch eigentlich machbar, ne? Ja, ich glaube schon. Aber hast du jetzt richtig getryhardet? Nee, ne? Okay, mach mal Tryhard-Modus gleich an, ja? Okay, hier dann diesen Zickzack-Parcours meistern. Zickzack. Ja. So, jetzt hat man hier dieses quere Ding so. Dann muss man auf diesen Turm hier hochspringen, ja? Aua. Boah, das ist echt schon. Hier steht man halt in der Luft, ne? Boah, Junge, das ist echt scheiße, das ist echt kacke. Und dann hier musst du. Du darfst nicht auf dieses Bounce Pads, sondern musst halt hier auf das Ding da drauf landen. Dann gehst du hier hoch, dann sind hier nur zwei so Dinge. Da kannst du halt auch verkacken. Dann ist hier noch so ein schräges Ding. Ja. Und hier muss man dann letztendlich nur noch in dem kleinen Loch hier landen. Oh, boah, in der Luft zu treffen ist schon schwierig. Ich hab's getroffen. Dann bist du raus, oder wie? Ja. Dann ist man halt einfach tot. Also. Ja, dann würde ich sagen, Tobi, nimm dir hier ein Medkit, was ich hier für dich habe. Und dann leg los, Schatzi. 0-0 steht bisher, würde ich sagen. Du darfst nicht auf mich schießen, erst wenn ich auf dem Bounce-Pit bin. Okay. Okay, 3, 2, 1, go. Voll wie hoch, Alter. Warte, nicht schießen. Au, was? Na lol, in der Luft. Nein. Oh Gott, ich bin ein Parcours falsch gelaufen. Okay. Oh. Oh. Dann hier weiter. Oh Gott, nein, man hängt fest. Hier den Zickzack-Parcours, den meister ich souverän. Oh, oh mein Gott! Oh, dann hier ganz lol. Links. Nein! Oh, nein. Yeah, in der Luft, Alter! Hier in der Luft, ist mega. Digga, oh mein okay, Gott. Willst okay. du noch einen Try? Ja, ja, klar. Wollen wir sagen, irgendwie drei? Ja, jeder so. Drei, jeder Tries. Am meisten jeder hat drei Tries, okay? Drei, okay. zwei, eins, und go. Los geht's. Oh! Der war durch meine Beine, Alter. Alter, der war auch so knapp vorbei. Oh, der war auch ziemlich knapp. Hier habe ich eigentlich eine kleine Safe Zone, ne? Oh! Oh. Au! Tobi! Oh mein Gott, wie hat das nicht getroffen? Nein! Alter, Dicker! So uff, so Alter, okay. Ich bin mal gespannt, ob es wirklich so schwer ist oder du gerade nur einfach schlecht in dem Game bist. Tut mir leid. Wirklich, also ich wollte mich da entschuldigen bei dir. Ist gut, okay. Tobi, Runde mal, Nummer 3. Dann würde ich sagen, die nächste Round beginnt in 3, 2, 1. Guck mal, hier Safe Zone. Mit dem Shot nur baiten, ne? Ja. Und jetzt habe ich hier wieder die nächste Safe Zone. Ah! Oh, ja. Ah. Boah, Digga, was? Oh, bis hier noch kein. Hier ist wieder keine Safe Zone. Hier kann ich ja. Ah! Oh mein Gott! Nein! Oh ja, okay. Hier muss ich wegfliegen. Jetzt wieder die Kurve hierher fliegen. Oh Gott, ja. Oh, hallo. Ja, bitte. Okay. Ja. Ja, hier ist die. Oh, ja. Oh mein Gott. Okay. Nein. Er schafft's. Ja. Nein! Ja, oh, Digga. Oh. Okay, wenn du so spielst, ist es wirklich schwierig, dich zu treffen tatsächlich. Ja, dann man muss halt taktisch spielen. Okay, bisschen, okay. Ne? 1-0 für dich, Digga. Ich habe jetzt auch nochmal drei Versuche. Ich kann gleich deine Sachen nehmen, ne? Ja, so. Ja, ich brauche. Lass nur die Farmaster liegen. Ja, wenn du am Bounce bist, darf ich schon nicht schießen. Ist das richtig hier lang? Ja. Und jetzt musst du auf dem Ding da vor dir landen. Oh mein Gott, war das knapp. Oh! Ja, lol, in der Luft. Da runter, rein. Genau, ja. So, komm her. Komm her, wo bist du? Das zählt nicht. Nein, ich bin runtergefallen. Ich war gerade dabei runterzufallen. Das zählt dann nicht. Okay, dann zählt er jetzt nicht. Ich dachte bloß, ich bin dann. Okay, los geht's. Oh, fuck, Alter. Man weiß nicht, wo du hinschießt. Hinfliegst. Okay, jetzt komm. Jetzt ist es gefährlich, dass wir hier. Lol. Weil ich das doch geschafft hab, ne? Ja, ich hab's nicht erwartet. Hallo? Nein!
so verdient für den Move, Alter. So. Richtig billig von mir einfach, Junge. Du müsstest das bitte repairen. Kannst du mal zu mir kommen, kurz in deinen Stahler pullen? Du musst das repairen, weil nicht, dass ich kaputt schieße. Dann krieg alles gut, das passt schon. Ich muss erstmal reparieren gehen, ne? Ja. Hab. Aber du musst zum anderen Bahnhofsfeld, ne? Was? Du musst zum anderen Bahnhofsfeld. Nein. Okay, ich schieß. Oh! Das war zwar fies, aber naja. Oh! Wo muss ich hin? Hier runter, auf dieses Ding. Und dann auf den Turm hoch. Und wenn man es nicht schafft? Ja. Und was muss ich jetzt machen? Hier landen, wo diese Bahnhofsfeld sind. Wo? Hier unten, auf diesem kleinen Ding. Ah! Du hast Schild gezogen. Hab ich nicht. Du hast Schild? Hab ich wirklich nicht. Nein! Mann! Ey, man ist einfach viel zu lang in der Luft. Was soll man machen, Tobi, wenn man in der Luft ist? Ich bin falsch gelandet. Ist egal, mach einfach. Okay. Das zählt nicht. Doch. Wieder durch diese Tür läuft. Wie kommt man hier durch? Ich komme nicht durch. Ich komme nicht durch! Das ist unfair, Alter. Das ist unfair. Das ist unfair! Das ist unfair! Schnieschner, Schnappi, das kleine Krokodil. Nein, ich bin gesprungen. Ich muss rauskommen. Nein! Nein! Wie kann ich das verfehlen? Ja! Mega Boost! Ich hab das Bounce-Pad genau in der Ecke erwischt! Oh mein Gott, ich bin so lange in der Luft, ich bin so lange in der Luft. Vater, nein! Oh mein Gott, oh mein Gott, nein! Oh, der war so knapp. Der war so knapp. Ah, verkackt. Das zählt nicht. Okay, du bist auf dem Ding gelandet, ja? Aber jetzt hast du noch den kleinen Weg hier. Hallo? Stopp! Ich hab 10 Leben. Hilf mich du erstmal, haha. Los, komm. Aua! Ah! Nein! Wo bist du? Ja! Es war echt ripped, oder? Das war echt ripped, rigged, Alter. Das war richtig rigged. Okay, Tobi, ich würde sagen, die Entscheidung macht jetzt einfach die Bestzeit, okay? Die Bestzeit? Ja, ich messe die Zeit, ich schieße nicht auf dich, okay? Okay, okay, okay. Wir machen Bestzeitmessung und derjenige gewinnt dann einfach, okay? Okay, ich verstehe. In 3, 2, 1 und go! Okay. Hallo, nicht schießen. Schieß einfach irgendwo hin, keine Sorge. Okay. Hier durch die... Ah, irgendwo hin. Das war ein Zufall. Okay. Oh Gott. Ah. Okay. Okay, das sieht richtig gut aus. Turm. 21 Sekunden. Okay, der zieht mich auf jeden Fall ab. Ja, Digga, das schaffst du auf jeden Fall. Nein, weil ich hier verkackt habe. Oh, ich schieße die ganze Zeit an dir vorbei, nur damit der Druck größer ist. Ist der Druck groß, hä? Hast du Angst? 38 Sekunden, komm schon, Digga. Oh mein Gott. Okay, wo ist Ende dann? Boah. Sobald ich... Wenn ich das Staffel, das da steht, benutze, ja? Da ist Ende. Okay, 50,3 Sekunden. Ja. 50, das war beim Bouncepad, was du da benutzt hast, ne? Nein, ich meine das Bouncepad da beim Ende halt. Hast du 50,3 Sekunden, Digga. Das ist gar nicht so schlecht tatsächlich. Okay, okay. Soll ich mal für dich stoppen? Ich hab ein bisschen Angst, wenn du da sitzt. Hab ganz genau gesehen, dass du die Diegel gezogen hast. Da musste ich mich verteidigen. Ja, weil ich auf dich ziehe. Der Verteidigungsfall ist eingetreten. 50,3 Sekunden. 3. Alles klar. Jetzt kommt meine Zeit. 3 Minuten 40. Auf geht's, Leute. 3. 2, 1, go. Das war ein bisschen eher, aber das sagen wir noch nichts. Jetzt, so. Hier schön flawless fliegt er hier drüber. Dann hier runter. Oh, hier. Da haben wir schon einen Fehler. Ja, Digga, das kann ich jetzt schon vergessen. Nein, es gab noch eine Chance. Weil ich hab was falsch gemacht bei mir. Okay. Hier flawless läuft er vorbei. Ja, sehr schön. Nein, ich bin so langsam, nein! Okay, dann fliegt er hier rüber auf den Turm. Boah, man ist echt lang in der Luft, ne, auf diesem Turm. Auf diesem Tür. Okay, ich mach einen kleinen Lifehack. Ja, den Lifehack, den wollte ich eigentlich auch machen, aber ich hab's nicht getroffen. Okay, jetzt in der Luft. Bringt mir das mehr Zeit oder es kostet mich? Ich glaube, es kostet mehr. Ist scheiße, Alter, nein, Junge. Ja gut, damit ist vorbei. So, komm, du hast doch. Jetzt musst du doch da drin landen und das Bounce berühren. Oh. Nein, nie im Leben. Da sind wir leider schon drüber. Oh, verkackt. Ja. Okay, wie viel wären es gewesen? 56 Sekunden. Ja, okay. Ehrenlos, Alter, da hätte ich nicht draufspringen sollen. Das war der halt dumm Punkt, von mir, ne? Der geht nicht. Wie die letzten Morgus hier zu betteln. Ich hab eine Rifle, komm her. Au! So, Leute, das war's an diesem wunderschönen Video. Tobi auf jeden Fall diesmal verdient gewonnen, würde ich sagen, auf jeden Fall an der Stelle. Die richtiges GG auf jeden Fall in die Kommentare. Danke dir. Schaut auf jeden Fall mal gerne bei Tobi vorbei, Leute, wenn ihr mehr Videos mit ihm sehen wollt. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abo bei uns beiden ist natürlich kostenlos. Also gönnt uns das auf jeden Fall rein. Und das war's mit dem Death Run in Zero Gravity. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr weitere Videos von mir auscheckt. Die Playlist ist hier oben verlinkt. Ich küsse eure Ohren, Augen, alles eigentlich. Alles rechts, einfach. Links. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.